Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich blogge zu dem Thema Produktiv in digitalen Zeiten und dem papierlosen Büro. Und heute möchte ich euch wirklich einen super Tipp zeigen. Und zwar hat die Eva Maria mir den gezeigt oder mich darauf hingewiesen, dass es das gibt. Und zwar, wie ich mit dem iPad mit bordeigenen Mitteln ganz einfach PDF-Dokumente erzeugen kann. Und da gibt es ja wirklich ganz vielfältige Möglichkeiten oder Funktionen, wo ich das einsetzen kann, wenn ich Sachen ablegen möchte oder nochmal annotieren möchte, verschicken möchte, sodass sie echt sind, dass also keiner mehr dran arbeiten kann. Und das möchte ich euch zeigen. Es geht wirklich rasend schnell. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal in Apple Mail gehe, ja, und hier habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, ja, und diese E-Mail möchte ich zum Beispiel ablegen oder ich möchte sie verschicken oder ich möchte in Slack jemand darauf hinweisen, dann macht das ja Sinn, dass ich das hier als PDF, ne, irgendwo ablege oder verschicke. Und dann gehe ich hier oben ganz einfach auf Drucken und in Drucken gehe ich jetzt, hier finde ich nirgendwo was, wo ich PDF eingeben kann oder sowas, wie man das vielleicht vom Mac kennt, aber hier kann ich jetzt hingehen und mit der Spreizgeste, das heißt, ich gehe mit den Fingern und spreiz das, wie ich das kenne beim Reinzoomen von Fotos, und jetzt sehe ich hier, zack, habe ich eine PDF mit zwei Seiten erstellt. Und jetzt gehe ich einfach auf iOS teilen, das ist ja das hier oben, und jetzt kann ich mir aussuchen, womit ich das hier jetzt teilen möchte. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich importiere es nach GoodNotes oder importiere es nach Slack. Ne? So, nach GoodNotes importieren, dann werde ich ja immer gefragt davor, unter oder über diesem, so zack, jetzt habe ich es hier drin und jetzt ist es als PDF hier in GoodNotes importiert. Also wirklich eine super, super Sache. Ne? Also einfach über Drucken und den Aufziehen kann ich PDFs erzeugen. Ne? Ganz kurz dazu nur hier mein E-Mail-Programm Spark, was ich auch jedem empfehle, hat das nicht. Ne? Hier, da kann ich nämlich einfach hier unten drauf gehen und als PDF speichern direkt eingeben. Das funktioniert das genauso, da muss ich also nicht den Umweg über Drucken machen. Spark hat das direkt mit drin. Aber wo ich es wirklich ganz toll noch finde, ist bei Evernote. Ja, bei Evernote ist es ja so, aus der Desktop-Version, wir kennen das, ne, man kann die Notizen nicht gut teilen, sondern nur immer Links verschicken, direkt aus der App raus. Und das ist natürlich irgendwo, ne, blöd. Auch hier wieder die Möglichkeit, ganz einfach über das Drucken PDFs zu erzeugen. Und ich gehe hier oben drauf und gehe jetzt hier und oben nicht auf die Apps, weil wenn ich jetzt hier auf die Apps gehe, erzeuge ich nur einen Link, den ich teile, sondern ich gehe hier über Drucken. Ja, und jetzt das Gleiche. Jetzt ziehe ich das auseinander. Jetzt habe ich hier eine vierseitige PDF erstellt und jetzt gehe ich nochmal auf iOS teilen und jetzt kann ich es in beliebigen Apps wieder öffnen. Ich kann es ins Google Drive ablegen, in die Dropbox. Ich kann es nach Spark kopieren, also als eine E-Mail verschicken und. Ja, wirklich eine ganz tolle Sache. Vielen, vielen Dank dafür, Eva Maria. Super Tipp. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ja. Wenn euch das Video hier gefallen hat, ihr etwas mitnehmen konntet, gerne einen Thumbs up auf YouTube, einen Kommentar, aber auch gerne, wenn ihr Fragen dazu habt, auf YouTube oder auf meinem Blog unter larsbobach.de. Und dann sage ich mal Danke und auf bald.